Einen schönen guten Abend. Es freut mich, Ihnen den heutigen Referenten vorstellen zu können. Vorher will ich aber noch wenigstens drei Worte zu der Reihe, die wir hier initiieren, sagen. Das Kulturforum als Forum der Modernen, bewusst im Plural, ist als Reihe entstanden aus den Diskussionen, die wir innerhalb der Stiftung Preußischer Kulturbesitz hatten. Das Kulturforum ist ja ein sehr umstrittener Ort. Es war ursprünglich mal ein Villenviertel hier in Berlin, um den Potsdamer Platz herum, ist dann von den Nationalsozialisten zum Teil schon abgerissen worden, um die Germania-Vorstellungen von Herrn Speer und von Hitler durchsetzen zu können. Was dann noch stand, wurde zum großen Teil im Krieg bombardiert, sodass eigentlich eine Brache entstand, die dann auch noch durch den Mauerbau am Rande Berlins stand. Nun gab es in West-Berlin das Dilemma, dass die großen Kulturschätze Preußens alle in Ost-Berlin in den Museen lagen und man hier sozusagen am Rand des Kulturlebens sich empfand. Und so ist dann das sogenannte Kulturforum entstanden, das aber hoch umstritten war, einfach weil es als Fehler des modernistischen Bauens gilt, dass es aus vielen schönen Solitären, wie etwa dem Mies van der Rohe-Bau oder der Scharonschen Philharmonie und Staatsbibliothek besteht, aber nie eigentlich ein Ort gewesen ist, an dem man sich aufhalten kann und auch kein Ort als Forum in dem Sinne eines öffentlichen Dialoges. Vor diesem Hintergrund haben wir uns in der Stiftung entschlossen, diese Reihe zu organisieren, um zu sehen, wie es mit dem Forum der Modernen in Zukunft weitergehen könnte, auch wenn ein Großteil der baulichen Veränderungen in den nächsten Jahren ja schon längst beschlossen ist und von den Berlinern wie immer mit entsprechenden Charakterisierungen begleitet wird, wie etwa Scheune oder Lidl, weil man sich eine sehr ähnliche Architektur vorstellt. Damit verlasse ich es bei der Einführung in die Reihe und stelle Ihnen kurz Gerhard Poppenberg vor. Gerhard Poppenberg hat in Berlin promoviert und ist hier auch habilitiert worden und ist heute Professor für Romanistik an der Universität Heidelberg. Ich nenne nur kurz seine wichtigsten Buchpublikationen, um ihm nicht auch noch die Zeit für seinen Vortrag zu kürzen. Er hat publiziert Ins Ungebundene über Literatur nach Blanchot, Psyche- und Allegoriestudien zum spanischen Autosakramental von den Anfängen bis zu Calderón, Die Antinomie des Gesetzes, Der Orestmythos in der Antike und der Moderne und gemeinsam mit seiner Frau ein Buch Martin Scorsese, Einführung in seine Filme und Filmästhetik, sowie im vorletzten Jahr das Buch Herbst der Theorie, Erinnerungen an die alte Gelehrtenrepublik Deutschland. Er ist also Spezialist nicht nur für die romanischen Literaturen, sondern auch für Literaturtheorie und bezieht das auch in die Geisteswissenschaften hinein und arbeitet zum Großteil auch über die frühe Moderne, wenn man Moderne ab der Eroberung der neuen Welt versteht, was ja nur eine Form ist, die Modernen überhaupt zu verstehen. Damit ende ich und übergebe das Wort an Gerhard Poppenberg. Ja, danke, lieber Friedhelm, für diese Vorstellung und vor allem für die Einladung. Wir sind dabei, die Rückkehr nach Berlin vorzubereiten. Und deshalb ist der Vortrag hier in der Stadt und gerade hier am IAI, wo ich einen Teil meiner damals eben, das war nicht intellektuelle Randlage, sondern das war sozusagen das Zentrum der Globalisierung, das IAI hier. Da habe ich ja einen großen Teil meiner intellektuellen Lebenszeit verbracht.
Also das, der Vortrag hier könnte dann auch eine Art symbolischen Charakter haben für die Vorbereitung der Rückkehr. Und das Thema ist ja ohnehin sehr drängend und immer wieder an der Tagesordnung. Ich bin Literaturwissenschaftler von der Ausbildung her, aber ich habe immer, wie du gesagt hast, einen Hang zum Blick über den Tellerrand hinaus gehabt, in alle möglichen Richtungen, manchmal auch ein bisschen viele Richtungen. Aber vielleicht ist ja der Teller des Geistes auch rund, damit man beim Denken die Richtung ändern kann. Heute werde ich also über die Frage der Geisteswissenschaften reden. Und ich mache das aus der Position des Literaturwissenschaftlers, der, wie du gesagt hast, in der Prämoderne stark verankert ist, der aber auch, ich arbeite zurzeit an einer größeren Studie über die von Hans-Ulrich Brumbrecht seinerseits sogenannten großen Romanisten, also Erich Auerbach, Ernst Robert Curtius, Karl Vossler und Leo Spitzer, und versuche, deren Einsatz für die Geisteswissenschaften und die Literaturwissenschaften in der ersten Jahrhunderthälfte des 20. Jahrhunderts zu rekonstruieren, um dann zu schauen, was kann man dafür von denen fürs 21. Jahrhundert lernen. Also zwei Schritte zurück, um dann vielleicht drei Schritte nach vorn gehen zu können, wenn sich da was daraus ergibt. Und ich werde jetzt auch im Folgenden ein bisschen einen historischen Rückblick machen, um zu zeigen, was die Geisteswissenschaften nach meiner Meinung heute zu leisten imstande sein sollten und imstande sind, wenn man sie tatsächlich ernst nehmen würde. Die Lage der Geisteswissenschaften ist prekär. Immer wieder gibt es Diskussionen über ihre Rolle im öffentlichen Raum und ihre Funktion in der menschlichen Zivilisation. In jüngerer Zeit konnte man in den Bild-, Ton- und Druckmedien hören oder lesen, wenn zum Beispiel durch Naturkatastrophen, Unfälle oder im Zuge von Kriegshandlungen historische Gebäude, Denkmäler und andere Zeugen der Geschichte zerstört worden waren, man habe den Verlust von Sehenswürdigkeiten zu beklagen. Die Formel finde ich symptomatisch. Nicht um Träger der geschichtlichen Überlieferung geht es, sondern um Attraktionen für bildungsbeflissene Reisende. Entsprechend werden Museen als Orte bezeichnet, an denen Menschen, die an Kunst interessiert sind, ihren Neigungen nachgehen können und richten sich Romane, Dramen oder Gedichte an Literaturinteressierte. Die Elemente der kulturellen Überlieferung sind in dieser Perspektive Gegenstände für die Liebhabereien der Menschen, die gerade so gut auch andere Hobbys wie Sport oder eben Reisen haben könnten. Unlängst hat der eben schon erwähnte Literaturwissenschaftler Hans-Ulrich Brumbrecht, seines Zeichens Professor an der Stanford University in Kalifornien, in den USA, in der Neuen Zürcher Zeitung, also an einem sehr prominenten Ort, einen als Gedankenanstoß bezeichneten Artikel zur Lage der Geisteswissenschaften publiziert und ihn mit der Frage überschrieben: Wer würde denn die Geisteswissenschaften vermissen? Er meint, ganz nüchtern feststellen zu können, dass niemand außerhalb der Geisteswissenschaften selbst es überhaupt bemerken, geschweige denn bedauern würde, wenn deren Existenz morgen global eingestellt würde. Angesichts dieser Endzeitsymptome skizziert er eine kurze Geschichte der Geisteswissenschaften. Sie sind, sagt er, bei der zunehmenden Ausdifferenzierung der akademischen Disziplinen im 19. Jahrhundert in Konkurrenz zu den Naturwissenschaften entstanden. Und sie sollten, das ist Brumbrechts Deutung, in der modernen Gesellschaft den Bürgern ihre ästhetischen Erfahrungen mit Literatur und Kunst akademisch absichern. Sie hätten dabei die Rolle der Theologie einer säkularen Religion des Bildungsbürgertums gespielt. Deshalb sei auch das sich abzeichnende Ende der Geisteswissenschaften nicht weiter zu bedauern. Es sei denn, das ist Herr Brumbrecht, der jetzt einen Denkanstoß geben will, es sei denn, man könnte ihnen eine neue Rolle zuweisen. Brumbrechts Entwurf dieser neuen Rolle ist allerdings kaum weniger als eine intellektuelle Bankrotterklärung. Zitat: Nicht nur Museen, Theater, Konzerte oder Kulturreisen absorbieren heute immer größere Dimensionen der sozialen Zeit. Selbst unser Alltag wird mehr denn je von Momenten ästhetischer Erfahrung durchsetzt, die in einer Gegenwart verwirrender Orientierungslosigkeit Halt geben soll.
Unrecht, so muss man diesen Denkanstoß wohl pointieren, sieht die zukünftige Rolle der Geisteswissenschaften in einer Art akademisch betreutem Eventmanagement für Zeitgenossen, die sich, man weiß nicht recht warum, für kulturelle und ästhetische Dinge eben interessieren. Die Geisteswissenschaften wären so Teil einer Unterhaltungs- und Tourismusindustrie und ihre Vertreter die Agenten einer zeitgenössischen Spaßkultur. Die Lage der Geisteswissenschaften ist offenbar wirklich prekär. Weil die Philologie aus historischen Gründen eine besondere Stellung im Verbund der Geisteswissenschaften hat, ist es dann wohl angemessen, einen ihrer Vertreter am Anfang einer Reihe von Reflexionen zur Rolle der Geisteswissenschaften und ihrer Repräsentanten in Gestalt von Kulturforen zu Wort kommen zu lassen. Die Grundannahme der Geisteswissenschaft ist pointiert, das Lesen bilde den Charakter. Gute Literatur mache gute Menschen. Sie ist heute weniger selbstverständlich, als sie es je war. Dabei ist sie die Grundlage nicht nur meines akademischen Fachs, sondern des Bildungskonzepts überhaupt, das unter dem Namen des Humanismus geschichtsmächtig geworden ist. Humanitas ist Literaritas. Das gilt für den Einzelnen wie für das Gemeinwesen. Individuelle Persönlichkeit und sozialer Charakter werden durch Spracherziehung und Literaturlektüre gebildet. Literatur und im Weiteren Philosophie, Kunst, auch Musik, bilden das Muster für die Verfassung des Menschen sowie der Kultur und Zivilisation, in der er menschenwürdig leben kann. Ein zutiefst sprachlich begründetes Menschenbild führt zu der Forderung, dass Humane werde durch das Studium von Sprache und vor allem Literatur gebildet, weil in der Literatur die Sprache am vollkommensten Gestalt angenommen habe. Die Würde des Menschen liegt in den Studia libero homine digna, so Seneca, in den Studien, in den Beschäftigten, die digna sind, würdig sind, eines libero homine, eines, die Lateiner bilden das mit dem Dativ, eines freien Menschen. Sie heißen deshalb auch Studia Liberalia, die freien Studien, nämlich weil sie die Betätigung eines freien Menschen bilden, im Unterschied nämlich zum Sklaven. Der muss mal lochen und hat keine Zeit, sich mit Geometrie oder Philosophie zu beschäftigen. Und diese Betätigung besteht in der Auseinandersetzung mit den deshalb sogenannten Artes Liberales, den sieben freien Künsten. Das ist Grammatik, Rhetorik und Dialektik, und Arithmetik, Geometrie, Musik, Astronomie. Ich komme darauf zurück. In dieser Konzeption gehen Menschenwürde, Freiheit und humanistische Bildung eine Verbindung ein, die für das neuzeitliche Menschenbild tragend ist und die ihrerseits in der Antike gründet. Die Vorstellung vom Menschen, seiner Würde und Freiheit hat also offenbar eine historische Dimension. Das europäische Mittelalter und die Neuzeit hat diese Konzeption von den Römern übernommen, die sie wiederum von den Griechen hat, die ihrerseits wichtige Elemente ihrer Kultur und Zivilisation aus Persien und Ägypten übernommen hatten. Der Mensch, das Zoon, Logon, Echon, wie die Griechen sagten, oder das Animal Rationale bei den Römern, unterscheidet sich spezifisch von anderen Lebewesen durch seine Vernunft, die Ratio des Animal Rationale. Und das Organum der Vernunft ist die Sprache, der Logos, das Zoon hat. Das Wort ist Medium des Erwerbs und der Überlieferung von Erfahrung und Weisheit, von Sittlichkeit und Recht, von Wissen und Erkenntnis. Das alles ist also keineswegs nur ornamentales Beiwerk, es bildet vielmehr das Wesen der Menschlichkeit. Das Menschliche ist demnach nicht so sehr eine angeborene, also natürliche Eigenschaft, es muss vielmehr kulturell in Form von Bildung erworben und im Prozess der Zivilisation überliefert werden. Das Medium dieses Erwerbs von Kultur ist die geisteswissenschaftliche Bildung, deren Substanz die Spracherziehung ist. Sie bildet das Fundament aller menschlichen Tätigkeit in Wissenschaft, Politik und Religion, in dem also, was Menschen die Gesellschaft ausmacht. Wie gesagt, nichts ist heute weniger selbstverständlich und das nicht so sehr, weil nach Richard Allewins Wort zwischen Weimar und unserer Gegenwart Buchenwald liegt, sondern einfach, weil die Kinder von Sony und YouTube, von Instagram und Twitter dem schlicht nicht mehr zu folgen willens sind. Aber vielleicht hat auch das ja mit jenem zu tun. Der Prozess der Zivilisation
so hat sich angedeutet, ist nicht monokulturell, sondern interkulturell. Und als Überlieferung ist er zudem wesentlich historisch verfasst. Das christlich konfigurierte Europa ist aus dem antiken Rom hervorgegangen und gründet wieder weiter im antiken Griechenland und vorderen Orient. Für die altamerikanischen Zivilisationen hat man zeigen können, dass innerasiatische Konzepte von Zeit und die daraus hervorgehende kalendarische Ordnung mit den Ureinwanderern von Asien nach Amerika mitgebracht und über lange Zeiträume überliefert worden. Die hochkomplexen kalendarischen Zeitordnungen der Azteken, Maya, Inkas sind daraus hervorgegangen. Das ergibt einen Zivilisationszusammenhang von Tibet bis Mexiko und bis in die Anden, der auf Überlieferungen von Jahrtausenden gründet. Die Frage der Geisteswissenschaften hat, so zeigt sich nun, ihre Pointe darin, nach der Beschäftigung mit der Geschichte, also nach dem Sinn von Geschichte zu fragen. Wozu ist es gut, sich mit vergangenen Formationen der Menschheit zu befassen? Und ist es überhaupt gut, das zu tun? Die Gegenwart hat doch genug zu bieten und die Zukunft erst recht. Die Frage nach den Geisteswissenschaften lässt sich zunächst so formulieren. Warum leisten die europäischen und die aus ihnen hervorgegangenen außereuropäischen Gesellschaften sich den Luxus, einen Teil ihrer geistigen Eliten die besten Jahre ihres Lebens damit verbringen zu lassen, unter der Anleitung von eigens dazu ausgebildeten und nach wie vor nicht schlecht bezahlten Fachleuten, sich mit philosophischen Ideen, fiktionalen Figurationen, künstlerischen Bildwerken oder vergangenen Epochen auseinanderzusetzen? Wozu brauchen wir Geisteswissenschaften und besonders Literaturwissenschaften? Die Antwort ist zunächst einfach. Weil es Philosophie, Kunst, Literatur oder Geschichte gibt, hat sich eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesen Phänomenen ausgebildet. So wie es sich eben die Numismatik ausgebildet hat oder die Archäologie und so weiter. Damit ist die Antwort allerdings an die nächste Instanz verwiesen. Warum und wozu gibt es Philosophie, Kunst, Literatur oder Geschichte? Auch hier scheint die Antwort leicht zu sein. Ideen, Bilder, Geschichten und Erinnerungen machen die Verfassung des menschlichen Geistes aus. Philosophie und Kunst, Literatur und Geschichte sind Teil der abendländischen Zivilisation. Sofern und solange diese als ein wichtiger Beitrag zur Zivilisation der Menschheit gilt, sollte sie überliefert werden. Wir setzen uns mit Aristoteles oder Cervantes, Rubens oder der Reformation auseinander, weil es sie gegeben hat. Das ist allerdings keine besonders starke Begründung. Zumal nicht in Zeiten, in denen diese Auseinandersetzung gerade nicht mehr selbstverständlich ist. Die Frage ist aber noch allgemeiner zu stellen und schärfer zu stellen. Die Tatsache, dass es Philosophie, Literatur, Kunst und Geschichte gibt, ist ein Hinweis darauf, dass diese Phänomene irgendein Bedürfnis der Menschen befriedigen. Und herauszufinden, was es damit auf sich hat, ist die Aufgabe der wissenschaftlichen Erforschung dieser Phänomene. Warum und wozu umgibt der Mensch sich mit erfundenen Bildern, fiktiven Geschichten, philosophischen Entwürfen oder historischen Erzählungen? Wie funktionieren diese imaginären und mentalen Welten? Worte und Gedanken, Bedeutungen also, bilden die Nahrung des Geistes. Teller von dem ich habe. Und das wissenschaftlich zu erforschen, sollte wohl rechtens die Aufgabe der deshalb sogenannten Geisteswissenschaften sein. Das ergibt das Leben des lebendigen Geistes, unter dessen Ägide die Heidelberger Universität nominell immer noch steht und deren Professor ich seit 20 Jahren bin. Von der Philosophie wissen wir, dass Gedanken, Ideen, Begriffe eine historische Dimension haben. Sie entfalten sich im Laufe der Zeit durch zunehmende Differenzierung und setzen so ihre Wahrheit nach und nach frei. Die Frage ist dann, ob das bei Bildern oder Geschichten auch so ist. Abi Warburg, Walter Benjamin oder die großen Meister der Romanistik, die eben erwähnten, Karl Foster, Leo Spitzer, Ernst Robert Curtius, Erich Auerbach, haben so etwas angenommen. Und Hans-Georg Gadamer, der letzte Spiritus Rector der Universität Heidelberg, hat das in der Nachfolge Hegels als das Leben des Geistes selbst erkannt. Es geht also bei all dem nicht um individuelle Interessen für bestimmte Themen der Vergangenheit, oder um ästhetische Bedürfnisse einer Spaßkultur mit vermeintlich höheren Ansprüchen. Wir sind diese Vergangenheit, so Martin Heidegger in einer Vorlesung über Platon. Es geht also offenbar um uns selbst, um eine bestimmte Vorstellung davon,
was wir als Menschen sind und sein können oder sein wollen. Unsere Gegenwart ist aus der Vergangenheit hervorgegangen und von ihr geprägt. Eine elementare Form des Denkens und der Ordnung und der Orientierung in der Welt, die Dinge und Lebewesen zum Beispiel nach Gattungen, Arten und Einzeltypen zu unterscheiden, ist uns von den Griechen, namentlich von Platon und Aristoteles, überliefert. Der auf der Hand liegende Einwand, wozu man das wissen soll, woher sowas kommt, ist naheliegend. Es reicht doch, wenn wir das Klassifikationssystem haben und anwenden. Und das gilt entsprechend auch für andere Formen des Denkens, wie etwa die logischen Schlussverfahren oder die Konzeption des Menschen als sprachlich verfassten Lebewesen. Aus Effizienzgründen ist das nicht von der Hand zu weisen. Man lernt das schneller aus einem heutigen Handbuch als aus dem Studium des platonischen Sophistes oder des aristotelischen Organon. Aber man kann diesem Einwand mit dem Hinweis begegnen, dass diese Formen des Denkens, wenn sie irgendwann entstanden sind, also eine Geschichte haben, möglicherweise gar nicht so natürlich sind, wie man anzunehmen geneigt ist. Den Blitz als einen Eingriff Gottes in die Welt zu verstehen, war lange Zeit natürlich, nämlich im Rahmen des jeweiligen Weltbilds, etwa der Griechen, bei denen Zeus der blitzeschleudernde Gott war, oder der Christen, für die das Blitzen zumindest im Volksglauben eine Strafe Gottes war. Die Erfindung des Blitzableiters hat eine andere Erklärung aufkommen lassen, die der Entladung von elektrischen Spannungen in der Atmosphäre. Dies bis heute natürlich. Das ist weniger banal, als es vielleicht zunächst erscheinen mag. Es erinnert nämlich daran, dass die Erklärung von Naturphänomenen oder die formalen Verfahren des Denkens, die Platon und Aristoteles oder die Scholastiker des Mittelalters entwickelt haben, jeweils in einer Auslegung der Welt, der Natur und des Menschen eingebunden waren. Sie sind nicht einfach da, sondern sie entwickeln ein gesamtes Konzept von Menschheit, von Welt und von Natur. Oder dass dieses ein solches Konzept liegt dem zugrunde. Und es ist möglicherweise ein bedeutender Unterschied, ob die Welt als Physis und Kosmos im Sinne der Griechen, als Schöpfung und gefallene Welt im Sinne der Christen oder als nach physikalischen Gesetzen geordnete Ansammlung von Atomen, hervorgegangen aus einem Urknall, konzipiert wird. Es sind jeweils verschiedene Deutungen dessen, was Welt sein soll. Das heißt, die Welt ist nicht einfach nur da, sondern wird immer irgendwie gedeutet. Und sich darüber Klarheit zu verschaffen, ist die Aufgabe jeder historisch ausgelegten Forschung. Sie zeigt, dass es auch anders sein könnte. Und dass womöglich geringfügige Veränderungen des leitenden Deutungsmusters zu großen Veränderungen im Weltbild führen können. Der Bedeutungsverlust der Geisteswissenschaften allgemein und der Literaturwissenschaft besonders ist also ein Symptom. Es zeigt an, dass dieser Grund der menschlichen Verfassung bricht. Da er in der Zeit gelegt wurde, kann er auch mit der Zeit vergehen. Veränderung ist ja ein Wesenszug von Geschichte. Welche Folgen das haben könnte, ist aber nicht ganz leicht abzusehen. Sie wären, so denke ich jedenfalls, beträchtlich. Ich halte diese Dimension des menschlichen Geistes nach wie vor für unverzichtbar. Und deshalb sollte die geisteswissenschaftliche Zunft endlich damit beginnen, sich auf diesen Grund neu zu besinnen und ihn möglichst neu zu legen. Das ist eine Frage der Würde, wenn wir nochmal an Seneca denken. Deshalb versuche ich, diesen Rückschritt zu den großen Philologen der ersten Jahrhunderthälfte zu machen und zu gucken, welchen Grund haben sie gelegt und wie kann man den eventuell nutzbar machen für eine Weiterführung dieses Projekts der Geisteswissenschaften. Und das ja nicht einfach ein Projekt eines Wissens, einer Wissenschaftsdisziplin ist, sondern in dieser Perspektive ein Projekt eines Menschenbildes, einer bestimmten Art der Deutung von Menschsein und in der Welt sein. Allerdings ist nach den vorhergehenden Ausführungen auch klar, dass die Natur des Menschen seine Kultur ist.
und diese, die Kultur, überdies historisch verfasst ist, dann ist der Prozess der Zivilisation beständig in Bewegung. Er kann dabei grandiose, aber auch sonderbare Wirklichkeiten hervorbringen und er kann ebenfalls mit Gewalt und Unterdrückung, Ausbeutung und Krieg stattfinden. Auch das sind Möglichkeiten der menschlichen Zivilisation. Jedenfalls ist klar, dass die Geschichte trotz aller Kontinuitäten auch von starken Veränderungen und Brüchen markiert ist. Das lässt sich exemplarisch an der Selbstdeutung der europäischen Moderne zeigen, aus der in der Folge wiederum andere Modernen hervorgegangen sind. Dies in der Zeit um 1700 im Zuge der Querelle des Anciens et des Modernes entstanden. Des Streites, des Kampfes, des Kriegs, der zwischen denen, die an der Antike orientiert waren, und denen, die das nicht wollten, die sich Moderne nannten. Das ist sozusagen ein Ursprung der Modernen im weiteren Verlauf der Geschichte. Es ging dabei um die Frage, ob die Orientierung an der Antike für die Moderne bindend sein sollte oder ob die Moderne eigene Wege gehen kann. Für die Humanisten der Renaissance bot die antike Kultur absolute Vorbilder mit normativem Charakter zur Nachahmung. Allerdings war auch schnell klar, dass die christliche Religion und Theologie, die Philosophie beispielsweise von Descartes oder Spinoza oder Leibniz, die Dichtung von Dante und Petrarca, Cervantes und Calderon, Corneille und Racine, Shakespeare und Milton, nicht auf antike Vorbilder zu reduzieren ist. Und auch das Rom und Madrid, das Paris und London der Moderne sind gegenüber dem Athen und Rom der Antike bedeutende kulturelle und politische Räume. Und vor allem in Fragen der Naturwissenschaft und der Technik hat es die Moderne, so sagte man damals, deutlich weitergebracht als die Antike. Die Frage, ob die Antike unüberbietbares Vorbild oder nur ein Muster für eine eigene Entwicklung sein soll, spitzte sich im Verlauf des 17. Jahrhunderts zu und wird immer wieder in unterschiedlicher Form ausgetragen, solange es überhaupt eine kenntnisgestützte Beziehung zur Antike und zur Vergangenheit gibt. Etwas allgemeiner ist das der Streit zwischen Konservativen und Fortschrittlichen oder Liberalen. Es wird sich zeigen, welche Implikationen das hat. Der Konflikt der Querelle bestand in der Frage, ob die Antike das maßgebende und unüberbietbare Muster für Kultur und Zivilisation entwickelt hatte, das alle nachfolgenden Kulturen nachzuahmen haben, oder ob die Modernen sich zwar an den antiken Vorbildern orientieren, sie dabei aber weiterentwickeln und überbieten können. Das entscheidende Argument der Anciens war, das hohe und musterhafte Vorbild für die Menschheit stehe am Anfang. Und deshalb haben nachfolgende Kulturen daran ihr Maß zu nehmen. Die Griechen zuerst und nach ihnen die Römer haben diese absoluten zivilisatorischen Standards erreicht und seitdem sind sie mustergültig. Die Frage, woher die Griechen diese Muster hatten, ist dabei zunächst nicht so wichtig. Die hatten sie eben und haben damit die Messlatte ein für alle Mal hochgelegt. Genau daraus leiten die Modernen ein Argument für ihre Sache ab. Die Griechen hatten die Muster nicht einfach, sondern haben sie entwickelt. Und wenn sie sie entwickelt haben, können wir sie weiterentwickeln. Denn es sind keineswegs absolute Muster. Ein wichtiges Argument der Anciens ist auch heute noch bedenkenswert. Sie bestreiten gar nicht, dass es Fortschritt in Wissenschaft und Technik gibt und immer geben wird. Das alles aber berührt die essentielle Wahrheit des Menschen gar nicht und auch nicht die der Kunst. Die aber findet man vollends ausgedrückt in den Werken der Antike. Wer das nicht sieht, ist einfach blind. Die Rückkehr zu den Meisterwerken der Antike hat im 14. und 15. Jahrhundert die Renaissance in Europa ermöglicht. Die Werke der Alten sind also in zweifacher Hinsicht fundamental und gründend für die Geistes- und Kulturgeschichte Europas. Zum einen am Anfang in der Antike, zum anderen am Neuanfang nach dem Mittelalter. Wer das bestreitet, ist eine Gefahr für die europäische Zivilisation. So die Argumente der Anciens. Damit ist eine Opposition aufgemacht, die in den folgenden Jahrhunderten und bis heute die Debatten grundiert. Die Opposition nämlich von Geistes- und Naturwissenschaften, wie sie dann im 19. Jahrhundert benannt werden. Die Frage, die dem zugrunde liegt, ist, weiß Gott, nicht leicht, wenn überhaupt, zu beantworten. Es ist die nach der Wahrheit des Menschen. Eine Position der Anciens lässt sich dahingehend zuspitzen,
dass die Fortschritte der Naturwissenschaften und der Technik, Autos und Flugzeuge, Waschmaschinen, Elektronenrechner, Mobiltelefone, allenfalls Kollateralphänomene der Kulturgeschichte sind, dass aber für den Menschen als Menschen andere Dinge wesentlich sind. Die Verteidiger einer sich selbst behauptenden Moderne ziehen andere Konsequenzen aus den Entdeckungen der neuen Wissenschaften. Die kopernikanische Wende der Astronomie zeigt, dass das geschlossene Universum der Antike und des Mittelalters sich öffnet, und zwar tendenziell ins Unendliche. Eine Pointe solcher Überlegungen ist dann die Annahme bewohnter Welten auch außerhalb der Erde. Wenn aber, so sagen dann die Modernen, wie die Berichte der Weltreisenden und Kolonisatoren der außereuropäischen Gebiete zeigen, schon die Menschen selbst in verschiedenen Weltgegenden auf der Erde sehr verschieden sind, dann werden die Bewohner dieser anderen Welten, also die Vulkanier und Klingonen und wie wir sie heute aus den Science-Fiction-Serienfilmen kennen, ebenfalls und auch für uns gar nicht vorstellbare Weise verschieden von den Menschen sein. Das ist geradezu ein Manifest eines frühen kulturellen Relativismus, wie er als Folge der Querelle sich nach und nach entwickelt hat. Eine allegorische Figuration macht den Gedanken, den zentralen Gedanken, anschaulich. Die Entwicklung einer Kultur gleicht dem Entwicklungsgang eines einzelnen Menschen. Ein kultivierter Geist ist aus den Geistern der vorhergehenden Epochen zusammengesetzt. Seine Kultur hat er aus der Überlieferung. Deshalb ist es im Grunde ein und derselbe Geist, der sich im Laufe der Jahrhunderte gebildet hat. Dieser kollektive Mensch oder Menschheitsgeist hat von Anfang der Welt an gelebt, war in seiner Kindheit der menschlichen Urzeit mit der Organisation der Lebensbedürfnisse befasst und hat dann in seiner Jugend erste Formen der Kultur entwickelt und schließlich das Denken gelernt und als Erwachsener vervollkommnet. Dieser Vergleich ist seit der Antike topisch. Er wird aber nun in einem entscheidenden Punkt verändert. In der Logik des Vergleichs müsste dieser Menschheitsgeist schließlich auch alt werden, verfallen und irgendwann sterben. Das ergibt genau die zyklischen Kulturkonzepte der Antike. Es beginnt immer wieder neu. Sie entstehen, entwickeln sich, haben eine Hochzeit und verfallen dann, wonach neue Kulturen kommen. Die Modernen nehmen nun aber an, dieser Menschheitsgeist werde nicht nur nicht alt, sondern er werde immer in gleicher Weise zu den Dingen imstande sein, zu denen er auf der Höhe seiner Fähigkeiten imstande ist. Ja, er werde sich sogar noch vervollkommnen und sich immer weiterentwickeln. Die Perfektibilität ist ein zentraler Begriff des 18. Jahrhunderts, der genau diesen Gedanken impliziert. Damit ist die Debatte auf ein grundsätzliches Niveau gehoben. Es geht nicht mehr einfach um das Verhältnis der Gegenwart zur Antike, sondern um eine allgemeine Bestimmung der menschlichen Vernunft und um eine geschichtsphilosophische Konsequenz, die sich daraus ergibt. Es geht um das Zeitalter der kritischen Vernunft, die methodisch zu denken und mit der Wissenschaft empirisch zu forschen gelernt hat und sich so auf den Weg eines unendlichen Fortschritts gemacht hat. Bereits im Jahr 1724 publizierte der Jesuit Joseph-François Lafitau ein Buch mit dem Titel, ich zitiere die deutsche Übersetzung von 1752, Die Sitten der amerikanischen Wilden im Vergleich zu den Sitten der Frühzeit. Das ist ein wirklich hochspannendes Buch, was mit sehr vielen Illustrationen ausgestattet ist und was ist ein Franzose, der ist also von dem heutigen Quebec aus, hat er angefangen und beschreibt dort sehr ausführlich eben die Sitten und Gebräuche der Eingeborenen, die man damals noch Eingeborene nannte, und gibt dazu eben Kupferstiche und zeichnet, welche Kleidung die hatten, welche Küchengeräte, welche Feldgeräte die benutzen und so weiter. Und das macht er im Vergleich eben mit den Sitten und Gebräuchen der Alten, der Antike. Für ihn hat der Vergleich von Amerika, und das ist das Interessante an dem Buch, für ihn hat der Vergleich von amerikanischen indigenen Kulturen mit denen der Antike aber kaum noch agonalen Charakter. Es geht ihm nicht um mögliche Überlegenheit oder Unterlegenheit, sondern um Ähnlichkeiten und Unterschiede. Deshalb gilt das Buch als Grundtext der später entstandenen Ethnologie, der vergleichenden Völkerkunde. Die Ethnologie hat wie sonst nur die Geschichtswissenschaft, die sich ebenfalls im Gefolge der Querelle ausgebildet hat, den Blick dafür geöffnet, dass sich verschiedene Kulturen und verschiedene historische Zeiten nicht unbedingt dadurch unterscheiden, dass sie besser oder schlechter sind,
sondern dadurch, dass sie verschieden sind. Aber bis dahin war es und ist es auch heute noch ein weiter Weg. Und ob mit der Annahme der Relativität der Kulturen tatsächlich das letzte Wort gesprochen ist, bleibt ebenfalls bis heute fraglich. Die westliche Zivilisation hat diese Idee von der Relativität der Kulturen als eine der wichtigsten Konsequenzen der Aufklärung entwickelt. Und sie hat aus einer Voraussetzung für diese Annahme, nämlich die Annahme der Gleichheit aller Menschen, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte abgeleitet, von der sie nun wieder behauptet, dass sie universellen Charakter habe. Das bestreiten wiederum andere Zivilisationen. Am Ende der Carel ist klar, dass es Fortschritt gibt gegenüber der Antike. Er findet in der Wissenschaft und im Gebrauch der kritischen Vernunft statt. Die Anciens verlegen sich dann auf die Künste und die Dichtung, auf Fragen der Poetik und des Geschmacks. Darin sollen die Alten immer noch mustergültig sein. Und darin werden die wesentlichen Fragen der Menschheit verhandelt. Die Modernen erklären das zu einem Nebenschauplatz. Der moderne Geist ist kritisch, vernünftig und wissenschaftlich. Die Künste sind Händelei und Zeitvertreib. Das Wesentliche, nämlich der Fortschritt, findet in der Wissenschaft statt. Das Konzept des Fortschritts ist vermutlich das bedeutendste Ergebnis der Carel. Hegel hat dann ein Jahrhundert später die Menschheitsgeschichte als Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit konzipiert. Für ihn ist nicht der wissenschaftlich-technische Fortschritt das Wesentliche der Menschheitsgeschichte. Das liegt aber auch nicht mehr in der Kunst, sondern es liegt jetzt in der Politik, deren Kriterium die Freiheit ist. So hat sich im Laufe des Jahrhunderts eine deutliche Perspektivierung der Geschichte nach vorn, nach vorwärts und in die Zukunft ausgebildet. Eine weitere Konsequenz dieser Debatten ist die Einsicht, dass Diskontinuitäten und Brüche wesentlich für die historischen und zivilisatorischen Prozesse sind. Das wird für die außereuropäischen und von Europa kolonisierten Weltgegenden von großer Bedeutung. Die Einsicht bereitet sich im Verlauf des 18. Jahrhunderts vor und führt dann an seinem Ende in Amerika zu den Unabhängigkeitsbewegungen. Sie rechtfertigen ihre Absichten mit den gleichen Argumenten. Nämlich, man kann was anderes machen als die Vorgängerinnen. So erhält der Gedanke des Fortschritts eine neue Dimension. Er vervielfältigt sich durch die Ausweitung in andere Weltgegenden. Weil das jeweils Neue nicht oder nur negativ am Alten orientiert ist, kann es sich in alle Richtungen und jeweils anders entwickeln. So gibt es nicht nur eine europäische Moderne im Verhältnis zur Antike, sondern bereits innerhalb Europas verschiedene Modernen in Italien oder Spanien, in Frankreich, Deutschland oder England, um nur von Westeuropa. Und neben den europäischen gibt es dann zunächst die amerikanischen Modernen, die sich wiederum auf dem Nord- und dem Südkontinent unterschiedlich innerhalb des Südkontinents noch einmal unterschiedlich in Mexiko, Peru oder Argentinien entwickeln. Das vollzieht sich in der Folgezeit entsprechend in Asien und Afrika noch einmal anders. Das ergibt dann die Situation der globalen Welt. Der Gedanke des Fortschritts scheint gleichermaßen auf allen Kontinenten leitend zu sein. Gleichwohl führt er durch den jeweils anderen Umgang mit der jeweils unterschiedlichen Vergangenheit zu ganz verschiedenen Formen des Neuen und der Modernen. Und das ergibt die polymorphen Modernen, so könnte man sagen. Und dabei kann, was aus der Perspektive, das macht die Sache noch einmal komplexer, dabei kann, was aus der Perspektive einer säkularen westlichen Moderne vormodern erscheint, in der Perspektive traditionell islamischer, christlicher, hinduistischer oder taoistischer Weltkonzeptionen sehr wohl eine andere Form von Bruch, Innovation und Modernität sein. Eine Aufgabe der Geisteswissenschaften heute könnte dann sein, diese Rhythmik oder Dialektik von Innovation und Tradition zu untersuchen und so diese Prozesse und Dynamiken auf dem Weg in die nächste Phase der Weltgeschichte verstehen zu lernen und verstehbar zu machen. Das ist eine Entscheidung, die wir, die Menschheit, heute fällen müssen. Wenn die geistige Dimension der Zivilisation verloren geht, wird nicht die Menschheit untergehen, sie wird sich aber verändern. Geschichte und Kultur werden gemacht. Und das muss gesellschaftlich gewollt sein. Und die Geschichte Europas kann dann vielleicht in dem Sinne wiederum exemplarisch sein, weil sie zeigt,
dass solche Prozesse, wie sie im Übergang von der Antike zu den verschiedenen Modernen stattgefunden haben, nicht nur von sehr langer Dauer sind, sondern auch höchst konfliktiv verlaufen. Und die Rolle von Kulturforen wäre dann, diese Prozesse im öffentlichen Raum darzustellen und zu vermitteln. Das Forum war in der Antike der Ort, an dem die Sache der Gesellschaft, die Res Publica, verhandelt wurde. Was diese öffentliche Sache sein soll, muss die Öffentlichkeit selbst entscheiden. Die Kulturforen und andere Gestalten der Öffentlichkeit, Radio, Fernsehen, Zeitungen, neue Formen der Medialität im Netz, müssen sich entscheiden, ob sie den erwähnten Hang zur Event- und Spaßkultur befördern und das Publikum bespielen wollen, oder ob sie mitwirken wollen, ein geisteswissenschaftlich begründetes Verhältnis zur Geschichte zu gestalten. Wie das aussehen könnte, müsste zwischen historisch arbeitenden Geisteswissenschaftlern und Vertretern der Kulturforen entwickelt werden. Und dabei sollte auch eine letzte Möglichkeit des Prozesses der Zivilisation berücksichtigt werden, die ich abschließend kurz andeuten will. Sie könnte ebenfalls aus der europäischen Geschichte hervorgehen. Ich habe anfangs die sieben freien Künste erwähnt. Sie sind in zwei Gruppen unterteilt. Das Trivium, der dreispurige Weg, besteht aus Grammatik, Rhetorik, Dialektik. Das Quadrivium, der vierspurige Weg, besteht aus Arithmetik, Geometrie, Musik, Astronomie. Sie unterscheiden sich dadurch, dass die ersten drei Disziplinen mit der Sprache, die anderen vier mit den Zahlen zusammenhängen. Das Trivium entspricht strukturell dem Grundstudium, das Quadrivium dem Hauptstudium. Dann gibt es gar eine Hierarchie der Disziplinen. Die sprachliche Bildung ist die Vorbereitung auf die höhere Bildung durch die Zahlenwissenschaften. Die Karriere der naturwissenschaftlichen und technischen Disziplinen, die ihren vorläufig letzten Höhepunkt in der informationstechnologischen Konfiguration der Welt und der menschlichen Gesellschaft findet, könnte also ein Symptom für den Übergang vom Trivium zum Quadrivium sein. Von der Konfiguration der Welt und des Menschen durch das Wort zu der durch die Zahl. Das stellt weltgeschichtliche Veränderungen in Aussicht, deren Auswirkungen allenfalls in avancierter Science Fiction zu erahnen sind. Allerdings sollten die Geisteswissenschaften als das Trivium immerhin den Grund legen für die höheren Stockwerke im System der Bildung. Schon deshalb sollten sie sich nicht mit Eventmanagement und Spaßkultur zufrieden geben und sich ihrer Rolle im öffentlichen Raum bewusst bleiben. Heinrich von Kleist hat gelegentlich eine Überlegung angestellt, die hier einschlägig ist. Es gibt Menschen, sagt Kleist, die sich auf eine Metapher verstehen, und es gibt Menschen, die sich auf eine Formel verstehen, also sprachlich und zahlenmäßig konfigurierte Menschen. Diejenigen, sagt Kleist, die sich auf beides verstehen, sind zu wenige, als dass sie eine Gruppe oder eine Menge bilden würden. Es wäre offenbar die höchste Herausforderung an die Zivilisationsgeschichte der Menschheit, nicht nur einzelne Menschen, sondern ganze Gruppen und Gesellschaften herauszubilden, die sich auf beides, Worte und Zahlen, Formeln und Metaphern, verstehen.